Der WTT Young Leader Award wird Ihnen präsentiert von Amt für Wirtschaft Kanton Thurgau, Leica Gear Systems, Bauwerk Parkett und Gallus Media. Gestern Abend hat in der Tonhalle St. Gallen wie gewohnt Celebration stattgefunden. Die Preisverleihung vom WTT Young Leader Award. Bei der Ausgabe 2020 war aber vieles anders. Wegen dem Corona-Schutzkonzept ist die Gästeliste auf ein absolutes Minimum reduziert worden. Interviews haben zum Teil über Online-Schaltungen stattgefunden und der Anlass ist per Livestream verbreitet worden. Im eigentlichen Grund für die Celebration hat das nichts geändert. Auch dieses Jahr sind die besten Praxisprojekte der Ostschweizer Fachhochschule Ost ausgezeichnet worden. Der Auftakt hat den Hauptpreis in der Kategorie Marktforschung gemacht. Der Winner ist Team Geberit Nordamerika! Im Siegerprojekt haben die Studierenden von der Ost für den Sanitärproduktehersteller Geberit Nordamerika die lohnendsten Gebiete für einen Markteintritt mit vorgefertigten WC aufgezeigt und dafür gerade schon ein fixfertiges Marketingkonzept vorgelegt. Die Leistung hat das Team an der starken Konkurrenz vorbei auf den ersten Platz gespült. Ich habe natürlich gehofft, dass wir gewinnen haben, auch den Text so für mich vorbereitet. Aber am Schluss natürlich alles wieder vergessen. Es ist eine riesen Euphorie, eine riesen Freude und vor allem eine grosse Ehre. Es ist nicht lang gegangen, bis auch der Gewinner in der zweiten Kategorie Managementkonzeption festgestanden ist. Meine Damen und Herren, der Winner ist Team Prodartis AG! Im Siegerprojekt haben die Studierenden für die Prodartis AG zu Appenzell mögliche neue Geschäftsfelder für additive Fertigung und 3D-Druck abgeklärt. Sie haben die drei lohnendsten Geschäftsfelder isoliert und für das potenziell Beste mit einem Business Canvas ein Geschäftsmodell entwickelt. Die Jury hat die solide Leistung mit dem ersten Platz belohnt. Ganz zur Freude vom Team. Also das war wirklich ein sensationelles Gefühl. Also man hat es nicht wirklich erwartet und man ist sehr dankbar einfach für die Ehre, die es einem bringt. Ja. Die Studierenden lernen dank dem Praxisprojekt nicht nur trockene Theorie, sondern sammeln eins zu eins Erfahrung in der realen Arbeitswelt. Für die Ostschweizer Fachhochschule Ost ist das enorm wichtig. Also das ist essentiell aus meiner Sicht, weil ein bisschen salopp gesagt, sonst sind sie nicht brauchbar nachher für die Wirtschaft oder für die Organisationen, die es nachher hingehen. Alle Beteiligten profitieren im hohen Maß. Gerade auch der Lehrkörper eben, ist immer up to date, weiss, was in den Unternehmen und eben in der Wirtschaft läuft und kann das entsprechend dann auch wieder das in der Lehre einfügen und einbauen und verwenden. Celebration, die Preisverleihung vom WTT Young Leader Award, ist ein Dankeschön an die Auftraggeber, an die Projektcoaches und an die Studierenden. Darum wollte man den Anlass trotz der widrigen Umstände unbedingt durchführen. Die Studierenden, die haben gerade in der Corona-Zeit unter wirklich ganz schwierigen Umständen ihre Praxisprojekte in diesem Jahr realisiert. Dass wir das absagen und sagen, ja, ihr habt zwar müssen arbeiten, aber wir von der Fachhochschule lassen es doch auch sein. Das war ein No-Go. Da haben wir uns überlegt, wie können wir es trotzdem und anders machen. Und so haben wir das so aufgezogen, wie es jetzt gemacht wurde. Und so hat sich Celebration zu einem lebendigen Livestream entwickelt, wo sich das Publikum aus aller Welt können live interaktiv dazuschalten. Von Pittsburgh bis Bern. Ja, es war toll, wie viele Persönlichkeiten der Ostschweiz sich die Zeit genommen haben und gesagt haben, wir stehen Rede und Antwort auf den Award, den auch dir erwiesen haben, unsere Studierenden. Und auch am Modell ein Interesse gezeigt haben und hier mitgemacht haben. Also das ist für mich jetzt ein riesen Erfolg. Das ist für mich eine riesen Freude, dass es funktioniert hat. Die nächste Preisverleihung vom WTT Young Leader Award ist auf den September 2021 geplant. Dann hoffentlich wieder unter normaleren Bedingungen mit mehr Live-Publikum. Der interaktive Aspekt von gestern Abend ist aber so gut angekommen, dass er wahrscheinlich auch bei künftigen Celebrations in der einen oder anderen Form eingebaut wird. Der WTT Young Leader Award präsentiert von Amt für Wirtschaft Kanton Thurgau, Thurcom, St. Galler Stadtwerk und Scandola Light Audio Media.